Yo, was geht? Ja, das ist ein bisschen random hier, aber herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von meinem Podcast Quatschkopf. Ja, Titel sagt, glaube ich, schon alles. Der Name sollte alles sagen. Ne? Ja, Quatschkopf. Ich bin ein Quatschkopf. Ja, das heutige Thema wird, ja, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in die Vergangenheit gehen. Ich gehe zurück in meine Vergangenheit. In die Zeit, so an die Zeit, wo ich mich so ein bisschen zurückerinnere. Und ja, nicht wundern, wenn ihr meine Tastatur hört. Ich werde im Hintergrund zocken. So, deswegen, ja. Auf jeden Fall, ich fange einfach mal ganz hinten an. Und zwar meine Geburt. 10.06.2006. Und ja, geboren im Diako. Ja, wer es in Bremen kennt, das Diako Bremen. Und ja, aber ja, von dort an ging es dann, ja, ging es dann weiter. Ich wurde immer älter, dann genau 2007 mal ein Jahr alt, ein Jahr auf der Welt. Aber ich glaube, das ist unnötig zu erzählen. Was aber erwähnenswert ist, ist die Kindergartenzeit, muss ich ehrlich sagen. Die Kindergartenzeit war eigentlich relativ chillig. Coole Leute da, man hatte mit allen so, ich sag jetzt mal, Kontakt, mit vielen hat man sich auch noch privat getroffen, nach dem Kindergarten oder auch komplett nach der Kindergartenzeit, wo man eigentlich schon gar nichts mehr mit dem Kindergarten zu tun hatte. So, deswegen, ja, also es ist immer unterschiedlich, mit wem man sich trifft oder mit wem ich mich treffe. Ich treffe mich ja nicht mit jedem, den ich kenne, so. Ich treffe mich ja nicht mit allen möglichen Leuten, die ich aus den Zeiten jetzt so kenne. Ich treffe mich zwar mit hier und da mal mit dem und dem oder hier und da mal mit Karim, kennt ihr ja auch. Und ja, hauptsächlich, ich bin halt hauptsächlich eher so, war ich aber früher nie wirklich. Ich bin eher der, ich bin, bleib gerne zu Hause, ich bin am Zocken mit Kollegen. So, ich zocke ja immer mit Karim und so. Oder auch mit ein paar anderen Kollegen noch. Und ja, von daher, das ist halt so die Zeit, an die ich gerne zurückerinnere, an die ich mich gerne zurückerinnere. Kindergarten war echt eine geile Zeit. Wenn man überlegt, was für geile Ausflüge wir da auch manchmal hatten im Kindergarten, die haben auch echt Spaß gemacht. Ich weiß noch, das eine Mal sind wir zum, ich weiß gar nicht, obwohl ich weiß gar nicht, ob das Kindergarten war oder ob das schon, oder ob das Grundschule war, weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall waren wir irgendwann Botania da im Botanikgarten. Und das war auch ein echt chilliger und ein echt cooler Tag, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil, ich sag mal so, da geht man auch nicht alle Tage hin. So, dann waren wir auch schwimmen und so ab und zu. So, ab und zu haben wir dann auch einfach gechillt. Ja gut, wenn schlechtes Wetter war. Oder wir sind halt auf den Spielplatz gegangen, der direkt nebenan ist. Weil wir hatten praktisch gesehen direkt nebenan einen Spielplatz. Da sind wir halt auch oft gewesen. Da hat auch damals ein Kollege von mir gewohnt. Oder beziehungsweise einer aus dem Kindergarten halt. Der hat da gewohnt früher. Und ja, das war halt so die Zeit, an die ich mich echt gerne noch zurückerinnere, weil ich muss sagen, Kindergarten war eine echt coole Zeit, so. Und das ist auch definitiv ein Abschnitt, den ich nicht, den ich niemals vergessen werde. Weil, ja, ich sag mal so, Kindergarten ist halt, glaube ich, so, ich sag jetzt mal, was Kontakt oder Mensch oder Kontakt, sage ich jetzt mal, zu Menschen angeht, glaube ich, einer der wichtigsten. Ich sag jetzt mal, wichtigsten Zeiten würde ich es jetzt einfach nennen. Ich weiß, viele sehen das anders. Viele würden jetzt nicht sagen, dass das eine der wichtigsten Zeiten ist. Für mich persönlich, um so oder zu der Person zu werden, die ich jetzt hier heute bin, muss ich schon sagen, dass Kindergarten da doch echt dazu gezählt hat auch. Und ja, es ist halt einfach eine Zeit, die ich nicht missen will. Und ja. Aber vergangenheitstechnisch generell war auch ganz oft mit meinem Vater einfach unterwegs, sind in irgendwelche Busse eingestiegen und sind dann einfach ein bisschen rumgefahren. Das weiß ich auch noch. Oder auch mit der Bahn ganz oft. Und ja, es war schon eine ganz coole Zeit. So, muss ich ehrlich zugeben. Es war schon eine echt coole Zeit. So mittlerweile, klar. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Mittlerweile fahre ich auch eigentlich nicht mehr selber mit Bus und Bahn, außer ich muss halt irgendwo hin. Aber sonst fahre ich eigentlich selber auch gar nicht mehr irgendwo hin, tatsächlich. Mittlerweile ist es hauptsächlich, wenn ich irgendwo hingehe, dann laufe ich da meistens hin,
weil es meistens hier in der Nähe ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr in Bremen die Waterfront kennt, da chill ich meistens mit Karim. Und ja, von daher. Und da brauche ich ja nicht hinfahren, da kann ich ja easy hinlaufen. Das ist ein, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten Weg, wenn überhaupt. Kommt halt auch drauf an, wie lange ich laufe. Aber an sich läuft man da nicht lange hin. Tatsächlich. Also lange laufen tue ich nicht. Treffen uns auch meistens schon so ein paar Meter, das heißt paar Meter, gut 10, 15 Minuten vor dem ganzen, vor der ganzen Waterfront überhaupt. Und laufen dann gemeinsam hin. Das machen wir häufiger. Muss ich immer wieder machen. Das bockt nämlich echt mit Karin darüber. Oh, und ja. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, auch so cool wie es ist und so, aber diese ganze, ich sag jetzt, diese ganze Corona-Zeit hat halt einiges kaputt gemacht, muss ich sagen. Deswegen Corona-Zeit ist echt nicht geil gewesen. Und ja, aber ja, sagen wir mal so, wir sind alle froh, dass Corona, ich sag jetzt mal, zu Ende ist, auch wenn es glaube ich nicht ganz zu Ende ist. Wer weiß, was da noch kommt, ne? Wer weiß, was da noch kommt. Wer weiß, ob nicht noch mal eine Welle kommt. Und ja, wer weiß, ob wir nicht noch mal irgendwann eine Pandemie kriegen. Hoffen wir es mal nicht, ne? Hoffen wir es mal nicht. Und wir hoffen einfach alle, dass wir einfach eine chillige Zeit haben jetzt. Und auch vor allen Dingen nach diesem ganzen Corona-Ding, wenn man überlegt, dass Schule einfach für ein ganzes Jahr weggefallen ist. Man hat so viel nicht machen können, man hat so viel nicht lernen können. Einfach gerade wegen diesen ganzen Corona-Problemen. So, dann gab es ja diese ganze Homeoffice-Gedöns und alles. Und das war ja auch echt nervig mit der Zeit. So, man hat aus dem Homeoffice eigentlich gar nicht, so gut wie gar nichts mitgenommen. So, aus dem Homeoffice raus. Und ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich oder dass generell diese ganze Homeoffice Kacke schnell zu Ende war. Ja, da kann man echt froh drüber sein. Und ja, aber wie gesagt, was soll man sagen? So, ne, es ist halt passiert und da kann man eigentlich fast nichts mehr dran ändern. So, das Einzige, was man halt wirklich noch vielleicht ändern könnte, ist halt das ein oder andere vielleicht noch mal richtig machen, vielleicht noch mal abändern. Vielleicht hätte man das Ganze auch irgendwie verhindern können. Aber wie man das Ganze hätte verhindern können, ich glaube, das weiß keiner so genau. Weil ich glaube, da sucht jeder die Antwort, wie hätte man das verhindern können. Aber ja. Es ist halt auch so ein Ding, man muss ja auch immer überlegen, nicht jeder hatte diesen Homeoffice. Und nicht jeder war ja im Homeoffice, das ist ja auch, stimmt ja auch so, nicht jeder war in dem Homeoffice. Es gab ja auch Leute, die sind trotzdem zur Schule gegangen, mussten sich ja halt dann einfach jeden Tag testen lassen in der Schule. Und ja, ich sag mal, das ist halt so ein Ding, das habe ich vermieden, das habe ich nicht gemacht tatsächlich. Ich habe mich tatsächlich nicht testen lassen in der Schule zu der Zeit. Und meiner Meinung nach war das eine komplette Fehlentscheidung. Einfach wenn ich überlege, was ich alles verpasst habe, was ich alles hätte mitnehmen können aus der Zeit, die man trotzdem in der Schule hätte setzen können. Aber ja, es ist halt nur mal so gekommen, wie es gekommen ist. So ist es jetzt nur mal. Und ja, da kann man jetzt halt im Endeffekt auch nichts mehr machen. Ja, ist halt doof, wenn man überlegt, aber ja. Aber das war halt so die Zeit Oberschule. Das war halt so 8. und 9. Klasse, so in dem Raum. Und ja, deswegen, eigentlich kann man da gar nicht wirklich meckern, sag ich jetzt mal. Aber ja, genug von dieser Corona-Kacke, da komme ich wahrscheinlich später nochmal zu. Aber auf jeden Fall, ja, Kindergarten abgeschlossen. Hört sich an, als hätte ich da einen Abschluss gehabt. Nee, aber ja, Kindergarten halt beendet, ne, mit 6 Jahren. Nee, ich war mit 5 und dann rein in die Ferien, in die allerersten Sommerferien überhaupt, glaube ich sogar. Und dann, ja, die ersten Sommerferien überhaupt waren chillig.
auch wenn, ich sag jetzt mal, in diesen Ferien etwas nicht so Schönes passiert ist, worauf ich nicht genauer eingehen möchte. Ja, ich sag auch mal zu dem Thema jetzt, es ist passiert, kann man oder hätte man vielleicht verhindern können, hätte man vielleicht, es hätte anders ausgehen können, aber ich sag jetzt mal so, es ist passiert, es ist scheiße, klar, aber es ist nun mal so. Ne? Da kann man auch im Endprinzip nichts ändern, so, ne? Aber darum soll es gar nicht gehen, denn es geht eher so Richtung Vergangenheit in diesem, zumindest in dieser Folge. Ja, auf jeden Fall dann diese ersten Sommerferien abgeschlossen. Dann kam ich auch schon in die erste Klasse und zwar in der Grundschule Fischerhuder Straße. Und ja, vielleicht nicht clever, dass ich die Adressen sage, aber egal. Fischerhuder Straße gibt es erstaunlicherweise zweimal oder ich dreimal hier in Bremen. Aber ja, auf jeden Fall ist es so, ich kam in die Klasse und war irgendwie direkt mit vier oder fünf Leuten da direkt befreundet, schon am ersten oder zweiten Tag. Mit einem habe ich auch heute immer noch Kontakt. Grüße gehen raus, falls du das hier überhaupt hörst, siehst, keine Ahnung. Und ja, das war halt einfach auch eine geile Zeit so. Und der, klar, Grundschule war viel, viel chilliger, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, weil gut, was soll man noch große grundschulmäßig, ich sag jetzt mal, lernen? So, in der Grundschule lernt man hauptsächlich lesen, schreiben und sowas. Das ist halt das Hauptsächliche, was man in der Grundschule halt eben lernt. Und für mich war tatsächlich die Grundschule auch schon damals und auch heute tatsächlich, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, echt die geilste Zeit, wenn ich überlege. Also, ich sag ehrlich, ich finde es schade, dass diese Grundschulzeit zu Ende ist. Und ja. Aber ich sag mal so, was will man da groß machen? Ne? Man kann ja nicht die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich safe die Zeit zurückdrehen zu dem Zeitpunkt, wo Grundschulzeit noch war. Und diese Zeit einfach nochmal wiederholen, sag ich jetzt mal. Ja, doch, könnte man so sagen, ja. Aber ich würde das safe nochmal wiederholen. Ich hätte schon irgendwie Bock, diese Grundschulzeit nochmal zu machen. Einfach um, weiß ich nicht, die Tage und die Zeiten da einfach nochmal komplett neu zu erleben. So, was halt damals so passiert ist. Ich weiß noch, wir hatten in der Grundschule hatten wir das immer so. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das ja auch. Oh, dass ihr Schwimmen in der Schule habt. So, das hatten wir zumindest. Ich weiß nicht, ob das auch auf anderen Schulen oder auf anderen Grundschulen genauso ist. Ich weiß aber, dass wir das in der Oberschule, wo ich hatte, wo ich war, war das auch so. Aber da hatten nicht wir das, sondern andere Klassen hatten das da. Und nicht wir. Aber ja, ich sag mal so, das Schwimmen war auch ganz chillig in der Grundschulzeit. Und ja, ich sag mal so, das Schwimmen war eigentlich eins der chilligsten Sachen überhaupt von dieser ganzen Zeit. Von dieser ganzen Zeit. Sprachenlernbubble. Ja, man muss halt immer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, drauf gucken, weil jeder reagiert anders auf sowas, wenn man über die Vergangenheit redet. Da reagiert halt jeder anders drauf. Und ja, also ich bin hier komplett offen und ehrlich. Ich finde wirklich, Grundschule war bisher die geilste Zeit, wobei ich Oberschule noch gar nicht gehabt habe jetzt hier in dem Thema. Wobei ich da sagen muss, da geht auch nochmal ein dickes, da geht auch nochmal ein dicker, fetter Gruß raus an die Klasse. Ja. Und ja, aber trotzdem, Grundschule war so trotzdem, ich glaube wirklich, für mich persönlich die chilligste Zeit. So einfach, weil Grundschule war nicht stressig, Grundschule war gechillt und so. Also da war halt noch nichts so mit, ich sag jetzt mal, wie kann man das gut nennen? Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man das gut nennen soll. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine, wenn ich sage, dass die Grundschule die chilligste Zeit war. Ich glaube, das denken sich einige auch, dass sie auch gerne mal diese Zeit der Grundschule einfach nochmal wieder leben wollen.
So, ist auch gar nichts Verwerfliches. So, ich bin auch ehrlich, wenn ich sage, dass ich das auch gerne nochmal wieder leben möchte, und diese Zeit einfach nochmal wiederholen möchte. So, weil ich mir einfach so denke, so Grundschule war die geilste Zeit überhaupt. Ja. Aber tatsächlich war Grundschule echt chillig. Und ja. Also, ich kann wirklich nur sagen, Grundschule ist beste Zeit wirklich, die ihr so habt. So ab 5. Klasse ist zu Ende, da habt ihr schon keinen Bock mehr. Da hatte ich auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. So, als ich gemerkt habe, so, okay, 5. Klasse, ist jetzt nicht so pralle, habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Aber ja, ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe durchgezogen. Wäre auch dumm, wenn ich nicht gemacht hätte, glaube ich. Deswegen zieht eure Schule durch, egal welche Klasse ihr seid. Zieht einfach durch. Wenn ihr euch einmal gesetzt habt, das Ziel gesetzt habt, dass ihr das schaffen wollt, dann könnt ihr das auch schaffen. Und ja, mit dem Ziel bin ich einfach auch durchgegangen. Und ja, und man sieht ja, ich habe ja meinen Abschluss. Von daher, ja, also wenn man es durchzieht, wenn man gut durchzieht, wenn man gut durchhält und wenn man sich selber sagt, ich ziehe durch, dann glaube ich auch tatsächlich, dass das was wird. Und ja, aber trotzdem zieht Grundschule durch. Grundschule ist noch die gechillteste Zeit von, ich glaube, allen Sachen oder von so allen den ganzen Zeiten, denke ich mir, also wenn ich jetzt so überlegen müsste. Auf jeden Fall, 2. Klasse war eigentlich auch relativ chillig. Zu der Zeit wurde unser Schulhof, den wir hatten, ne, den haben wir ja nicht mehr wirklich. Ist ja auch ein neuer jetzt mittlerweile. Auf jeden Fall hatten wir noch einen alten Schulhof damals. Und der wird halt jetzt neu gemacht. So, da sind jetzt so zwei Weitsprungfelder. Nennt man das Weitsprungfelder? Ich glaube eher zwei Weitsprungsandkasten, Kästen, irgendwie so, keine Ahnung, wie man das richtig nennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die sind da neu, dann komplett neues Fußballfeld, komplett neue Basketballkörbe und alles. Das ganze Ding wird neu gemacht. Es steht nichts mehr außer Vergangenheit da. Also von der Zeit, wo ich auf der Schule war, steht nichts mehr da. Nicht mal mehr die Schaukeln sind dieselben. Und wir hatten damals auf der Schule oder beziehungsweise auf dem Schulhof hatten wir so ein, ich sag jetzt mal, Piratenschiff. Das wurde so aufgeteilt in drei verschiedene Teile des Schiffes. So gesehen einmal vorne, vorne, Mitte, hinten. Und ich und ein ehemaliger Kollege, also ehemaliger Kumpel von mir, aus eben auch meiner Klasse da. Wir haben, ich weiß nicht, WWE, wem das was sagt, der weiß Bescheid. Das haben wir so ein bisschen da immer nachgespielt, weil sich das da so gut angeboten hat und so. Diese Mitte dafür, der mittlere Schiffsteil. Und ja, wir hatten unseren Spaß. Und ja, generell auch die Leute aus der Grundschule waren an sich echt korrekt, auch wenn es ein paar Leute gab, wo ich mir denke, so musste nicht sein, dass ich mit denen befreundet war. So denke ich mir auch bis heute noch. Wo ich mir, es gibt wirklich Leute aus der Grundschulzeit, wo ich mir halt echt denke, so, nee, Digga, lass mal bitte. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann zu der Zeit noch, ist, dass es auf jeden Fall chilliger war als, ich sag jetzt mal, jetzt oder zu der letzten Zeit jetzt. Weil man hat, ich sag jetzt mal, diese ganzen Probleme, die man so in dem Alter, ich sag jetzt mal, 14 bis 17 hat, nicht so diese ganzen, ich will jetzt nicht Dramen sagen, aber halt so ähnlich. Ne? Ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine damit, wenn ich sage, diese Dramen. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Aber ja, von diesen Dramen spreche ich. Und ja, aber wie gesagt, es ist zweite Klasse gewesen. So, da hat man noch nicht über sowas nachgedacht. Da hat man über diese ganzen späteren Sachen, sei es Oberschule, sei es Arbeit, sei es was weiß ich, irgendwas, hat man nie wirklich drüber nachgedacht zu der Zeit. Und habe ich auch damals tatsächlich nicht. Ich habe mir damals da keinen Kopf drüber gemacht, über diese Zeit zum Beispiel.
Aber gut, warum sollte ich auch zweite Klasse, warum sollte ich mir da jetzt einen Kopf drüber machen, wie es wird, wenn ich dann in eine neue Schule gehe, neue Leute kennenlernen und alles Mögliche. Und das ist halt das Ding, was mich dann auch dazu geprägt hat, einfach weiterzumachen, so wie ich jetzt weitermache. Klar, vieles hat sich geändert, viele meiner Stimmungen haben sich geändert. Und ja, also es ist immer mal wieder, ich sag mal so, es ist ein Hoch und Runter. Und ja, aber ja, es ist, ich sag mal so, es ist gut so, wie es ist, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist, oder wie es in dieser Zeit, die ich jetzt hinter mir habe, sei es Grundschule, Oberschule, whatever, so gekommen ist, wie es ist. Ich bin komplett zufrieden damit. So, auch wenn ich mir bei einigen Sachen tatsächlich denke, so, warum, oder vielleicht noch eine Chance, oder vielleicht habe ich irgendwann noch mal eine Chance, diese Sachen zu ändern, diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, zu ändern. Aber ich sag mal so, es ist gut so, wie es gekommen ist. Aber ja, wie gesagt, einige Sachen sind scheiße gewesen zu der Zeit, oder zu den Zeiten, besser gesagt. Aber ja. Aber zweite Klasse war auch eher gesagt chilliger, da waren wir viel mehr aufs Ausflügeln, weil da haben wir dieses ganze Lesen und Schreiben Ding hinter uns gehabt. Wir haben Schreibschrift, meine Fresse, Schreibschrift und sowas hatten wir alles schon in der ersten Klasse. Und ja. Oh, aber ich sag mal so, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich diese Zeit nicht vermisse. So, ich glaube, die wirkliche Zeit, die ich wirklich dolle vermisse, ist wirklich so die Zeit Oberschule. Oberschule war mies chillig, auch die Klassenfahrten waren viel, viel chilliger in der Oberschule oder in der Oberstufe. Nee, Oberstufe nicht, ne, Oberschule, wenn dann. Und da waren auch die Klassenfahrten viel, viel chilliger. Ich weiß noch, die Klassenfahrt, die wir in der, ich weiß es gar nicht, ob zweite oder dritte Klasse, könnte auch vierte gewesen sein, ich weiß es gerade nicht, wo ich und ein Kollege morgens irgendwann um 4:30 oder 5:30 uns aufs Bett gehockt haben und Uno gespielt haben, weil wir irgendwie nicht pennen konnten. Und es war halt schon eine lustige Zeit. Gut, man hatte hier und da mal ein paar Tage, die kacke waren, auch in der Grundschulzeit. Man hat dann die Tage, die übelst lustig waren. Man hatte Tage, die so beide Stimmungen hatten. Es gab Tage, wo man gelacht hat. Wie gesagt, diese lustigen Tage. Der Tage, wo die Stimmung kacke war, wo man geweint hat. So, diese Tage gab es alle. Jeder von uns hatte diese Tage in seiner Grundschullaufbahn. In diesen 4 Jahren Grundschule hatte jeder bestimmt mehrere Tage, wo die Stimmung einfach kacke war in der Klasse oder mit anderen Klassen zusammen. Und dieses Klischee ist auch irgendwie komisch, oder ist, finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht. Es kommt halt immer darauf an, was für Leute in den anderen Klassen sind. Zum Beispiel diese ganzen Klischees, wenn man mit einer Klasse einen Ausflug macht und mit mal eine andere Klasse sieht, dass dann ein halber Gangkrieg ausbricht. So. Es kommt halt immer so auf die Leute an, die dann wirklich so in den anderen Klassen aufgeteilt sind. So, du kannst Leute in dieser Klasse haben, mit der du nichts zu tun hast, also in den anderen Klassen Leute geben, mit denen du nichts zu tun hast, aber dann hast du einfach aus der Klasse zum Beispiel deine Freunde, chillst mit denen so, und die anderen machen die deren Sachen und so, jeder geht jeden einfach aus dem Weg. So. So, das Ding hatte ich nicht. Ich war praktisch gesehen in der Grundschule nicht mit jedem befreundet, aber schon so mit einigen Leuten, auch mit den Lehrern habe ich mich echt gut verstanden. Ja, viele Lehrer sehr korrekt da. Es gab auch Lehrer, die nicht so cool waren, bin ich ehrlich. Aber zum Glück haben wir dann eine Lehrerin bekommen in der dritten Klasse, die etwas chilliger drauf war. Und ja. Ich sag mal so, ich habe aber auch die Leute aus der Grundschule, sei es jetzt Klasse A, B, C, D, so in der D war ja ich damals. Ich war so gesehen bis zur 10. Klasse in der D, wenn man überlegt. 1, 2, 3, 4,
vierter Buchstabe auf dem Alphabet ist D. Heißt, ich war immer noch in der D in der Oberschule, aber dazu auch später noch mehr. Und ja, es ist einfach so ein Ding, dass ich weiß nicht so, ne? So, das Ding ist, wie gesagt, ich war jetzt nicht mit jedem befreundet. Ich hatte meine Freunde aus der A-Klasse, ich hatte meine Freunde aus der B-Klasse, ich hatte meine Leute aus der C-Klasse. So, aus meiner Klasse war ich eigentlich so gut mit allen befreundet, außer mit, glaub, drei, vier Leuten. Aber auch nur, weil, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund damals war. Ich glaube einfach so, ich glaub, es waren sogar, glaub, drei oder vier Mädels, mit denen ich nicht befreundet war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich das Ganze, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Liebes- und Beziehungsding und sowas und Freundschaft zwischen Mädchen und Jungs irgendwie nicht so interessiert. So damals war ich halt viel mehr in diesen, ich sag jetzt mal, ganzen WWE-Ding vertieft. So dann irgendwann kam der Supernatural dazu, aber das ist, glaube ich, eher so fünfte Klasse erst. Ja, und irgendwann, seitdem ich dann meine Wii hatte, die habe ich an meinem Geburtstag bekommen, wo ich in der dritten Klasse war. Weil ich war nämlich noch in der dritten Klasse, als ich Geburtstag hatte. Das heißt, da waren noch nicht mal die Sommerferien, sondern da waren dann wirklich tatsächlich erst noch Schultage. Das heißt, ich hatte erst tatsächlich noch Schule und dann hatte ich halt Geburtstag an einem Tag, aber da hatten wir frei tatsächlich. Zum Glück tatsächlich, weil ich hatte keinen Bock, wahrscheinlich an meinem Geburtstag zur Schule zu gehen. Ich glaube, das kennen wir aber auch alle, dass wir alle keinen Bock haben, unsere, ich sage jetzt mal, unseren Geburtstag in der Schule zu feiern, weil das ist nämlich auch so ein Ding, es nervt tatsächlich und da bin ich auch froh, dass ich das nie wirklich erlebt habe. Ja, ich bin echt froh, dass ich das nicht hatte. Und ja, aber wie gesagt, ne? Also, alles kann auf einen zukommen. Alles im Leben kann auf einen zukommen. Aber alles im Leben kann auch einfach, ja, sein, wie es ist, ne? Es ist halt einfach so, wie es ist, ne? So, die Zeiten sind immer so, wie sie sind. Die Entscheidungen, die man getroffen hat, sind so, wie man sind. Und so ist das Leben, ne? Also, es ist halt einfach das Leben, so. Und da kann man halt auch schlecht gegen was sagen, einfach gerade weil man nicht die, ich sag jetzt mal, nicht diese Ahnung davon hat. So vieles passiert in so einer Zeit, viel kann passieren in so einer Zeit. Und es ist halt einfach, weiß ich nicht, es ist halt einfach so ein Zwischendrin-Ding, so ein Zwischenthema, was, glaube ich, viele Leute prägt noch aus dieser Zeit. Aber ja, genug davon. Kommen wir hier dann jetzt mal endlich so zur dritten Klasse, wo ich dann endlich in die dritte Klasse kam. Doch, in die dritte Klasse. Und zwar, genau, das hatte ich ja erwähnt mit meinem Geburtstag, dass ich da in der dritten Klasse war. Und da habe ich meine Wii bekommen. Die habe ich letztes Jahr, oder ich glaube, entweder letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres verkauft mit, ich glaube, einem Spiel. Ich meine, Wii Sports oder Wii Sport Resort, irgendwie sowas. Oder ich glaube, Wii Spiele. Ich weiß nicht, wer es kennt, der weiß, was ich meine. Und auf jeden Fall war das halt auch so, dass ich zu dem Zeitpunkt, das weiß ich sogar noch, das war ein Bundle. Das war ein komplettes Paket mit einem Game dazu. Das war damals tatsächlich Mario Kart Wii. Und Mario Kart Wii war für mich eines der geilsten Mario Kart Spiele überhaupt. Klar, irgendwann habe ich dann einen Nintendo 3DS XL bekommen und habe auf dem dann Mario Kart 7 mit meinem Cousin immer gespielt und auch mit anderen Leuten, auch mit einem Kollegen von mir aus meiner ehemaligen Grundschulklasse, mit dem ich tatsächlich auch heute noch Kontakt habe. Klar, beim Zocken sagt man Sachen, die man bereut. So, zu der damaligen Zeit war das aber nicht so. Zu der damaligen Zeit, man hat einfach ganz gechillt mit seinen Kumpels auf dem Sofa gechillt, hat die Wii angemacht, den Fernseher angemacht, sich die Controller geschnappt und ist einfach
in diese Welt rein. Man ist einfach mit dem Körper in diese Welt reingesprungen und hatte einfach den Spaß seines Lebens. Mittlerweile ist es einfach schwer, also zu der heutigen Zeit ist es schwer, so eine, ich sag jetzt mal, diese Launen, diese Gefühle beim Zocken wie damals wiederherzustellen, wenn man überlegt, wie, ich sag jetzt mal, toxisch diese ganze Gaming-Szene geworden ist. So, die meisten Spiele werden einfach schlechter von Update zu Update. So, es ist traurig, aber wahr. Ja, aber man hat zum Beispiel, ich habe immer noch Spiele, die ich damals auf dem Handy von meinem Vater gespielt habe, was ich dann tatsächlich, glaube ich, sogar 4, 5 Monate später auch bekommen habe, das Handy. Das war damals so ein, ich weiß nicht, wer kennt noch diese Samsung Galaxy S4 Handys? Die Dinger waren cool. Das hatte ich eine Woche, hab's in der Bahn verloren. ja. Scheiße, wirklich. Auf jeden Fall, ja, das war halt so die Zeit. So, dann kam irgendwann, wie gesagt, in der 3. Klasse habe ich ja dann noch mit Karate angefangen. Glaube 2015 habe ich angefangen. Ich habe, glaube ich, Mitte oder Ende 2018 habe ich aufgehört mit Karate, eben weil mir das auch einfach zu spät wurde, da sich immer irgendwer verspätet hat. Und dann wurde mir das einfach zu spät. Ich war meistens erst irgendwann um 11:30 zu Hause. Einfach weil es eben zu spät wurde. Und dann habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, ich höre auf. Und ja. Aber dazu später noch mehr. Auf jeden Fall, dann kam wieder halt ein Klassenwechsel. Also, was heißt Klassenwechsel? Klassennummernwechsel, ne? Von der 3D in die 4D. So, 4D 2016, beziehungsweise 2015 bis 2016. War halt auch eine extrem coole Zeit. Auch wenn die 4. Klasse so ein bisschen, ich sag, auch schon stressiger wurde. Eben weil man gewusst hat, okay, wenn das ganze Jahr zu Ende ist, kommt man in die 5. Klasse, man geht auf eine neue Schule, lernt neue Leute kennen. Man wusste einfach, oder man hatte das Gefühl, dass nicht jeder auf dieselbe Schule geht wie man selbst. So, jeder geht auf eine andere Schule. Zum Beispiel ein Kollege von mir ist auf eine andere Schule, die war von meiner Oberschule 2 Haltestellen weiter. Das heißt, ich hätte da einfach nach der Schule hinfahren können. Habe ich auch meistens gemacht. Ich bin auch meistens morgens, habe ich mich mit ihm am Hauptbahnhof getroffen und dann sind wir zu seiner Schule gefahren. Und dann bin ich einfach 2 Haltestellen zu meiner zurück. Oder meistens nach der Schule bin ich zu seiner Schule gefahren und dann bin ich mit ihm zu ihm gefahren halt. Es war komplett umständlich, ne? Mit ihm zu ihm. Okay, egal. Aber das war halt so die Zeit, wo man noch viel, ich sag jetzt mal, viel mehr draußen war. So 3., 4., 5. Klasse war so wirklich die Zeit, wo man einfach mehr draußen war, wo man einfach mehr mit Freunden gechillt hat, wo man einfach mehr, ich will jetzt nicht Blödsinn sagen, aber schon Blödsinn gemacht hat. Hä? Ja, aber es ist halt einfach diese Zeit, die vermisst man so. Diese Zeit ist halt einfach kostbar. Und das hat mir mein Vater auch schon gesagt, genieß die Zeit, solange diese Zeit noch vorhanden ist. Und das kann ich nur zurückgeben. Genießt die Zeit, solange ihr könnt. Egal in welcher Klasse ihr seid. In der 1., 2., 3., 4. oder sei es schon in der Oberschule, irgendwie 5., 6., 7., 8., 9., 10., was weiß ich. So, und wenn ihr noch mehr Klassen nach der 10. macht, zum Beispiel 12, 13 oder so, ich weiß gar nicht, ich glaube bis 15 geht's oder so. Ich weiß gar nicht, oder ich glaube, nee, 11, 12 und 13 gibt es, glaube ich. So, und wenn ihr diese Klassen durchzieht und wirklich auch durchgezogen habt bis zum Ende der 13. Klasse, ihr habt meinen vollsten Respekt, weil ich kann mir selber persönlich nicht vorstellen, nochmal 3 Jahre, also jetzt komplett dauerhaft 3 Jahre zur Schule zu gehen. Das kann ich mir nie, im Leben nicht vorstellen. Ja, es ist halt einfach auch so ein Ding von, ich sage, nicht Lust und Laune, weil nach Lust und Laune geht es nicht. So, man kann nicht einfach sagen, ja, ich bleib zu Hause, weil ich habe keinen Bock. So, geht nicht. Ich habe mir selber immer wieder gesagt, ich habe keinen Bock aufzustehen. Trotzdem bin ich jeden Morgen aufgestanden, habe mich fertig gemacht und bin zur Schule gefahren. Auch wenn ich zur Schule, also zur Oberschule,
45 Minuten oder meistens sogar länger gebraucht habe. Also das längste, was ich gefahren bin, waren 50 bis 55 Minuten. Also knapp eine Stunde bin ich gefahren. Und das täglich. Ja. Montags bis freitags bin ich morgens losgefahren und war meistens erst um 4, halb 5 wieder zu Hause. Also weil wir damals auch bis 14:45 hatten. Mittlerweile war es ja anders dann. Und ja, deswegen vierte Klasse war wirklich so, ich sag jetzt mal, die chilligste Zeit, auch wenn ich, oh gut, ich hatte auch keinen langen Weg zur Grundschule. So, das war so ein 15-Minuten-Weg. Ne? 15-Minuten-Weg, mehr war das nicht. Und das ist halt diese Zeit, die ich persönlich vermisse. Aber ja, Sommerferien dann, Schulwechsel, alles Mögliche kam dann auch noch. Und das war halt auch einfach das Ding, was mich dann auch einfach, ja, geholt hat. Wie gesagt, das ist halt auch das Ding, was dann, oder wo ich mich dann einfach selber dazu entschieden habe, durchzuziehen. Auch nach den Sommerferien halt. Ja, ich sag mal so, die Zeit nach den Sommerferien und dem Klassenwechsel von der vierten in die fünften und auch den ganzen Schulwechsel war halt für mich echt stressig, muss ich sagen. Einfach gerade weil man keinen kennt. Ich war komplett der Einzige aus der Grundschule überhaupt auf dieser Schule. Und keiner kam aus der Nähe hier. Wirklich. Bis auf einer, was ich dann aber auch erst so nach einem Jahr oder nach 2 Jahren herausgefunden habe. Und das war halt so das Stressige für mich. Das war halt das Stressige, mich da einzufinden, neue Leute kennenzulernen. Klar, es gab Leute, mit denen man sich richtig gut verstanden hat. Klar, ich hatte auch mit Leuten, ich sag jetzt mal, nicht so schöne Tage oder und schöne Tage. Also es gab wirklich alles. Es war genau wie in der Grundschule. Man hatte Tage, wo man gelacht hat. Man hatte Tage, wo man geweint hat. Man hatte einfach Tage, wo man einen kompletten Scheißtag hatte, wo man einfach mit gar keinem gesprochen hat. Klar, gibt es immer wieder, wird es auch immer wieder geben. Diese Tage sind einfach komplett normal im Leben. Und klar, auch wenn diese Tage meistens bei vielen Leuten tagelang anhalten oder wochenlang, nach diesen Tagen denke ich mir einfach jedes Mal, oder habe ich mir einfach jedes Mal gedacht, so, dieser Tag ist vorbei, morgen wird ein besserer Tag. Ob es dann ein besserer Tag wurde, ist immer so die Sache, ob es dann eben einfach für einen selbst ein besserer Tag wurde. Nur manchmal ist es halt einfach, dass die Tage dann sogar wirklich besser wurden. Dass man irgendwas gemacht hat mit der Klasse. Zum Beispiel die ganzen Ausflüge, die wir hatten, die Wandertage waren auch super lustig. Ja, es ist halt einfach, wie gesagt, es kommt halt immer wirklich darauf an, was für Leute du in den Klassen hast oder was für Leute man selbst in der eigenen Klasse hat. Ich kann von Glück reden, dass ich wirklich nur korrekte Leute in der Oberschule hatte. Klar, auch wenn viele gegangen sind, weil sie die Schule gewechselt haben. Einer tatsächlich schon nach 3 Wochen. Nee, gar nicht wahr, nach 2, 3 Monaten ist der erste gegangen, dann gegen Ende 5. Klasse ist dann der zweite gegangen, dann irgendwann der dritte und mit mal war ich auch der einzigste in der Klasse, also der einzigste Junge in der Klasse und ich kann euch versichern, das ist stressig. Ja, aber wie gesagt, ich hatte auch zu der Zeit dann einfach meine Leute aus anderen Klassen, zum Beispiel 5-1, 5-2, 5-3. Ich hatte eigentlich mit jedem eine Connection da. Und auch tatsächlich dann auch in der 6. Klasse dann tatsächlich auch Connections mit 9. Klässlern. An die Person, wenn du das hier hörst, grüß ihn raus, Bruder. Wir müssen uns mal wieder treffen auf entspannt. Aber wie gesagt, das ist halt einfach diese Zeit, die man nicht vermissen möchte, so. Oder beziehungsweise die man vermissen will und vermisst. Ich bin ehrlich, ich vermisse meine Klasse tatsächlich. So, ich gebe es offen und ehrlich zu. Klar, es gab Tage, die scheiße waren mit der Klasse. Es gab sch schöne Tage mit der Klasse. Es gab nun mal diese Tage,
wie auch schon in der Grundschulzeit jetzt erwähnt. Und es ist halt immer so ein Zwischending. Entweder geht es einem gut und man hat einen geilen Tag, oder es geht einem komplett kacke und du hast einfach einen komplett Scheißtag, so, ne? Es ist halt immer, es kommt halt immer selber oder auf einen selber an, wie man sich selbst fühlt, wie man sich an dem nächsten Tag fühlt. Klar, vieles, ich sag jetzt mal, aus der Vergangenheit, Grundschule, Kindergarten und sowas, hat mich auch in der Oberschulzeit, ich sag jetzt mal, verfolgt und auch einiges eingeholt davon. Ne? Wenn ich überlege, ich habe mindestens in der Oberschulzeit mehr schlechtere Tage als schöne Tage gehabt, bin ich ehrlich. Aber auch nur, weil ja, meine Gedanken nicht so wollten, wie ich das wollte. Da konnte aber keiner was für. Das war tatsächlich dann komplett mein Ding. So, das war mein Teil komplett alleine. Und ja, es kommt halt immer wirklich ganz darauf an, wie man sich selbst am nächsten Tag fühlt. Und da wir damals bis 15:45 Schule hatten, heißt 15:15 hatten wir eher Schulschluss. Mein Bus kam meistens so 15:24, 15:25. Und klar, ich musste dann erstmal ein ordentliches Stück fahren, um überhaupt nach Hause zu kommen. Wenn ich überlege, es waren im Hinweg von zu Hause zur Schule waren 45 Minuten, auf dem Rückweg waren es, glaube ich, knapp 40 Minuten oder so. Also ein bisschen weniger als auf dem Hinweg, weil ich meistens auf dem Rückweg bin ich anders gefahren. Und ja, das war halt auch so ein Ding. So, die erste Woche war das schon eigenartig, einen so weiten Weg alleine zu fahren. Wo ich dann, also wo die erste Woche, wo ich dann alleine gefahren bin. Es war schon echt hart, diesen Weg allein zu fahren. Aber ich habe mir immer wieder gedacht oder immer wieder selber in den Kopf gesetzt, dieser Tag kann dir nicht, keiner kann dir diesen Tag kaputt machen. Dieser Tag gehört ganz alleine dir und du machst einfach das Beste draus. Dir kann es egal sein, was andere Leute sagen. Dir kann es egal sein, ob du, weiß ich nicht, schlechte Noten schreibst an dem Tag, dann machst du es am nächsten Tag einfach besser. So, und gut, das hat zwar nicht ganz geholfen mit den Noten bei mir, aber ich gebe diesen Tipp trotzdem weiter. Ja, es ist halt trotzdem noch so ein Ding. Ich bin der Meinung, dass diese Oberschulzeit, vor allem mit der Klasse, in der ich da war, meiner Meinung nach viel zu schnell vorbeigegangen ist, wo ich echt sagen muss, dass das echt schade ist, dass diese Zeit eben so schnell vorbei war. Und klar, wenn man eben die Leute aus der Klasse ins Herz geschlossen hat und ich sag jetzt mal tagtäglich mit denen in einem Raum verbringt oder naja, wobei ja schon eigentlich doch ja, in einem Raum verbringt, denkt man sich halt tatsächlich, warum ist diese Zeit so schnell zu Ende? Und so geht's mir auch. So, das denke ich mir auch heute noch. Ich finde einfach, dass diese Zeit aus der Oberschule oder Grundschule, je nachdem, einfach viel zu schnell vorbeigegangen ist. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir am letzten Tag in der 10. Klasse ein, ich sag jetzt mal, Fotoalbum bekommen haben, so ein kleines Fotobuch mit eben Bildern aus den verschiedenen Jahren, eben aus den verschiedenen Ausflügen noch oder halt Klassenfahrten. Und das ist halt auch so ein Ding, die Klassenfahrten in der 5. Klasse, wir waren da beim Alfsee, ich weiß nicht, wer das kennt, ich habe nicht mal eine Ahnung, wo das liegt. Alfsee, ich habe keinen Plan, wo das ist. Ich kann ja mal, während ich weiter erzähle, übers Handy gucken. Das habe ich nämlich gerade in der Hand. Deswegen, ja, es ist halt so, ich will jetzt nicht sagen, dass es komisch war, aber es war schon sehr, ich sag jetzt mal, ja, ich will jetzt nicht sagen komisch, aber es war halt schon eine geile Zeit, so, ne? Es ist halt, ja, es ist halt einfach so ein Ding, wo ich mir denke,
diese Zeit wäre einfach vielleicht auch geiler gewesen, wenn man diese Zeit vernünftig genutzt hätte. Wenn man eben diese Zeit eben im richtigen Moment, zur richtigen Zeit und mit den richtigen Gefühlen genutzt hätte, wäre diese Zeit, glaube ich, noch perfekter gewesen. Und ich habe jetzt übrigens nicht herausgefunden, wo Eissee ist. Egal. Aber ja, es ist halt klar, es gab auch Sachen oder für mich Tage in der 5. Klasse, die waren einfach perfekt, wo ich mir selber sage, diese Tage werde ich niemals vergessen. Und das tue ich auch nicht. Ich habe diese Tage bis heute nicht vergessen. Ich rede nur nicht darüber, über diese Tage, eben weil es dann hochkommt, was passiert ist danach. Und ja, dieses Thema ist für mich abgeschlossen. Dieses ganze Thema mit dieser Person ist für mich abgeschlossen. Ich werde auch tatsächlich darüber nie wieder reden. Und ja. Nächsten Sommerferien halt eigentlich wie sonst die Sommerferien hauptsächlich gechillt mit Kollegen und Blödsinn gemacht. Einfach. Und ja, einfach gechillt. Getroffen, gezockt. Hauptsächlich bei einem Kollegen auf der PS3. Ja, ich hatte ja auch eine, die habe ich ja auch verkauft, weil ich mir eigentlich eine PS4 davon holen wollte. Allerdings reingeschissen und ich bin mit meinem Kollegen, Grüße gehen raus an Karim, du weißt Bescheid, bin ich zu Hause von gegangen und ja, ich habe ein bisschen Geld da gelassen. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Ne? Mittlerweile. Ich bin mittlerweile einfach so, ich sag jetzt mal, nicht Verfassung, aber ich würde schon sagen, dass ich eher mehr Richtung in diese Gaming-Szene mehr reinrutsche. Ich merke das selber. Auch weil ich eben so viel zocke. So, Zocken ist eins meiner Leidenschaft, genauso wie YouTube ist meine Leidenschaft, Stream ist meine Leidenschaft. So, das ist halt einfach hobbymäßig. So, das ganze Zocken, das Aufnehmen für euch, das ist einfach für mich. Oder auch das Stream für euch, das ist einfach ein Hobby für mich. Und wenn man wirklich damit Geld verdient, dann ist das halt einfach so. Dann werde ich auch nicht sagen, ja, ich ziehe das weiter durch, nur damit ich Geld bekomme, sondern ich gebe der Community was zurück. So, und außerdem noch wird das eh nichts. So, es fehlen noch viele Anforderungen, damit ich überhaupt in eben dieses YouTube-Partnerprogramm da überhaupt reinkommen würde. Das dauert ja noch einigermaßen lange. Wenn ich überlege, ich brauche 4000 Stunden an Wiedergabezeit, wovon ich gerade mal irgendwas mit 100 oder 200 habe. Und 1000 Abonnenten und wir sind aber hauptsächlich gerade auf dem Weg zu den 170. Also lasst gerne ein Abo da, kann man einfach mal mittendrin droppen. Und ja, es ist halt einfach so, weiß ich nicht. Für mich ist Oberschulzeit, glaube ich, wirklich auch eine der geilsten Zeiten gewesen, auch wenn es Sachen gab oder auch wenn es da Probleme gab oder wenn es da Sachen mit Personen gab, über die ich nicht reden möchte, einfach weil es mich sonst fertig macht. Spaß machen wir die fertig. Ich habe damit abgeschlossen, fertig ist. Schluss aus, abgeschlossen, Schlüssel weggeworfen und so. Ne? Diese Kiste wird auch nie wieder aufgemacht. Welche Kiste? Ich habe hier krass keine Kiste. Ne? Ja, aber es ist halt so gekommen, wie es ist. So. Und ich bin ehrlich. Oder ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht darüber froh bin, dass es so ist, wie es ist. Sondern ich muss tatsächlich sagen, ich bin froh darüber, so wie es jetzt ist. So wie es gekommen ist, wie es ist. Ne? Das ist einfach so. So, jeder macht ich sag jetzt mal, diese Phasen durch, dass man jemanden hat, den man gern hat, oder auch in dem Fall einfach lieb hat. Und das einfach, oder man sich einfach so ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht auseinanderlebt, sondern wie kann man das gut formulieren? Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. So, das ist einfach so, ich sag jetzt mal, diese Funken zwischen
den Personen einfach vergeht. Und so war das auch tatsächlich bei mir. Und ja, wir waren einfach danach beste Freunde. Und das waren wir auch noch eine lange Zeit tatsächlich. Und ja, es ist halt einfach so, wie es ist. Na, kann ich nicht oft genug sagen, es ist so, wie es ist. Es ist gut so, wie es ist. Fertig, aus und Ende. Ne? Es ist halt einfach. Ne? Aber was ich auf jeden Fall noch, da ich sag jetzt mal, dazu sagen kann, oder wie man es nimmt, ne? Macht euch nichts draus, irgendwann kommt die richtige Person und dann werdet ihr glücklich sein mit der Person, die ihr dann habt. Wer weiß für wie lange, für 3, 4 Jahre, für länger als diese Zeit oder für immer, wer weiß. Wenn man die richtige Person gefunden hat, dann geht das ganz schnell. So, man weiß nicht, was dann passiert. Und ja, das ist auch so ein Ding, warum ich mir dann gesagt habe, okay, dieses Thema schließe ich ab. Aber ja, auf jeden Fall 6. Klasse war dann auf jeden Fall ein bisschen chilliger. Noch, Betonung liegt auf noch. Ja, noch in dicken fetten Gänsefüßchen angegeben mit fett unterstrichen und fett kursiv geschrieben. Ne? Ja, 6. Klasse ging dann schon so ein bisschen Richtung spätere Arbeit und was heißt spätere Arbeit in spätere Richtung späteres Arbeitsleben. So, zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Oberschulen ist. Ich schätze mal, da ist das nicht so, da ist das eher so 7., 8. Aber auf jeden Fall hatte ich, ich weiß gar nicht, 2017, ich weiß gar nicht, ich glaube 2018 war so 6. Klasse, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ja, wobei, nee, würde eher, nee, gar nicht wahr, 2017 eher, ne? Ich weiß gerade gar nicht, entweder 2017 oder 2018, ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, 6. Klasse war dann nochmal um einiges chilliger, auch wenn es bei uns dann schon in die Richtung Arbeitsleben ging, mit eben dem Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik, WAT abgekürzt bei uns. Mit dem Fach ging es halt so in diese Richtung, von wegen, was will man später werden, was möchte man erreichen, und halt eben dieses ganze Thema darum oder darum rum so. Und ich sag mal so, einer meiner Traumberufe war damals Busfahrer. War es auch bis heute. Oder ist es auch bis heute tatsächlich. Allerdings hat das nie so ganz funktioniert. Aber naja, ich sag mal so, auch das ist so, wie es ist. Ne? So, wenn man halt nicht angenommen wird oder wenn keiner zurückschreibt, so, ich meine, mehr als hinterher schreiben und telefonieren und Druck machen kannst du nicht. So. Mehr kann man da halt einfach dann nicht machen. Und das ist auch ein Ding, warum ich gesagt habe, okay, dann ist das so. Aber die haben sich auch tatsächlich nicht zurückgemeldet. Generell auch nicht auf meine Anrufe reagiert. Dann da auch nicht zurückgerufen tatsächlich. Oder auf meine E-Mails dann reagiert. Alles nicht. Und bla und bli und blub und was weiß ich. Auf jeden Fall, 7. Klasse kann ich überspringen. Das ist eigentlich so wie die 6. gewesen, komplett so wie die 6. Deswegen kann ich direkt zur 8. Klasse kommen. Und zwar in der 8. Klasse hatten wir einen. Nee, gar nicht wahr, in der 7. Klasse war das. In der 7. Klasse war das. Stimmt. In der 7. Klasse hatten wir einen Tag. Ich weiß nicht, ich glaube, den hatten sogar alle in Bremerhaven. Weiß ja nicht, ob Bremerhaven, ob das auch woanders noch war. Ich weiß gar nicht, Berlin war das ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob Berlin sowas überhaupt hatte. Auf jeden Fall hieß das Boys Day oder ich glaube der Zukunftstag hieß das, genau, Zukunftstag. Bei uns wurde das allerdings so, ich sage jetzt mal, anders genannt. Wir haben das Boys Day und Girls Day genannt. Ja, für die Jungs halt Boys Day und für die Girls Girls Day, aber es ist halt einfach Zukunftstag gewesen, so. Wo man halt in den Betrieb gehen konnte, in der Firma gehen konnte und da mal gucken konnte, wie das da so abläuft, was sie da so machen und den Tag da einfach mit denen rumgelaufen ist, sich das angeguckt hat, vielleicht nur geholfen hat, je nachdem, wo man war.
Ich war zum Beispiel da, wo meine Oma gearbeitet hat, oder arbeitet. Ich weiß es nicht, ob die da noch arbeitet oder nicht. Auf jeden Fall, es war ein Altenheim oder ein Pflegeheim, besser gesagt, für ältere Menschen. Und da war ich halt den Tag. Und da gibt es auch tatsächlich noch ein Video von. Das ist sogar noch online. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Das heißt Boys Day 2019. Und ja, das ist auch ein, ich sage jetzt mal, chilliger Tag gewesen, auch wenn ich eigentlich kaum was gemacht habe, außer rumgesessen habe, zugehört habe, hier und da mal ein bisschen mit den Leuten gesprochen habe. Ja, dann halt mittendrin das Video einfach random aufgenommen. Und ja, es war halt chillig damals. So, ne? 8. Klasse war nicht wirklich anders. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die erste Klasse oder die zweite Klassenfahrt hatten wir in der 6. Klasse. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren. Ich glaube, Rotenburg oder so. Wurde ich aber am Mittwoch abgeholt, weil es mir echt dreckig ging. Aber das hätte ich nicht ausgehalten bis Freitag. Und ja, aber ich sage jetzt mal so: Es gab schon Klassenfahrten, die echt funny waren. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob das AFC war. Es müsste aber AFC gewesen sein, aber ich glaube, die aus der 7. Klasse AFC, weil 7. Klasse waren wir nochmal im AFC. Da war das, glaube ich, aber auch so, dass wir dann so einen Disco-Abend hatten. Und ich muss ehrlich sagen, das war chillig. Ey, dieser Disco-Abend hat Bock gemacht. Geile Mucke, Lüge, war gefühlt nur Schlager. Ne? Die kannten so gut. Diese ganze Musik, Deutschrap und so, das hat mich zu der Zeit gar nicht so wirklich interessiert. Das kam alles erst viel, viel später, 2017. So, das war eher so Mitte, Ende 2017 war das erst, so wo ich dann so angefangen habe, Deutschrap zu hören. Und ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? 8. Klasse dann genauso, auch wieder chillig eigentlich. Ging halt dann immer mehr in die Richtung eben. Vom wegen eben, was möchte ich werden, wie soll es nach der Schule weitergehen und so. Und das war halt eher so der Ablauf der 8. Klasse. 8. Klasse hatten wir, soweit ich weiß, keine Klassenfahrt, eben wegen diesem ganzen Corona-Ding, was ich am Anfang erwähnt hatte. 9. Klasse, genau, 9. Klasse ist auch Praktikum ausgefallen. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn überhaupt in der 8. Klasse im Praktikum? Boah, wo war ich denn da überhaupt? Oh, ich weiß gar nicht mal, wo ich da war in der 8. Klasse. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich da war. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo ich da war. Ich weiß auch noch, dass ich ein zweiwöchiges hatte. Da weiß ich aber auch nicht mehr, wo ich war. Ich kann mich an die Praktikas gar nicht mehr erinnern, wo ich alles war. Es waren viel zu viele. Ja, 9. Klasse war dann Vorbereitung auf 10. Klasse. So Vorbereitung auf Abschlussprüfung schon und so ein bisschen. So dass man sich die halt so ein bisschen anguckt. Und 10. Klasse war halt komplett anschauen, wie ist so eine Arbeit, wie ist die Abschlussarbeit aufgebaut, was kommt drin vor, welche Themen können drin vorkommen, welche Themen kommen im Endeffekt vor, was muss ich lernen, was muss ich wissen, was muss ich können, was brauche ich und alles mögliche. Termine bekommen, hingefahren, Arbeit geschrieben, nach Hause gefahren, fertig, ne? Und es gab ja mehrere Prüfungen, es gab ja eine mündliche Prüfung, dann gab es noch eine Projektarbeit, die bei uns aber PC hieß. So, ich habe das Thema Webvideoproduzent, also das, was ich so gesehen mache, als Hobby, das habe ich halt genommen als Thema. Gut, war jetzt nicht ganz souverän aufs Thema getroffen, sage ich jetzt mal. Es ging eher darum, um YouTube gefühlt, aber ist ja so gesehen eine. Auch ein Teil davon, ne? Also, ne? Ja, auf jeden Fall 10. Klasse, wie gesagt, chillig, eigentlich auch halt hauptsächlich Vorbereitung auch auf den Abschluss und ja, Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, weiterhin halt von Anfang an 10. Klasse komplett Abschlussprüfung groß geschrieben, komplett. Ja, dann kam der Abschluss, ich habe meinen geholt, souverän, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich war der Einzige mit Jogginghose da. Ich stand nämlich in meinem, ich sag, diesem BBM-Jogginganzug, im grauen, den ich habe, stand ich da auf der Bühne. Boah, drei, vier Klassen, nee, gar nicht, war drei Klassen, weil meine Klasse stand oben auf der Bühne. Ja,
Stimmt, diese ganzen Konzerte, die wir hatten, habe ich nicht erwähnt. Wir hatten Sommerkonzerte, Winterkonzerte. Wir haben selber da Musik gemacht. Wir haben, beziehungsweise, oder ja, wir haben Klavier, Schlagzeug, Gitarre, Singen. Wir haben eigentlich alles Mögliche da gemacht, was Musik angeht. Ich saß tatsächlich ich war tatsächlich am Keyboard, war ich am Schlagzeug und selber auch am Mic. So, ja, ich musste selber singen. Beziehungsweise, was heißt singen? Es war eher rappen, tatsächlich, aber auf Englisch und zu der Zeit Englisch und so, ne? Lass dich drüber reden. Aber trotzdem eine coole Zeit, so, ne? Und, wie gesagt, es ist immer noch eine schöne Zeit, wenn ich so zurückdenke darüber. Und, ich vermisse die Zeit echt. Ich vermisse auch die Leute. Ja, falls ihr das hört, ich vermisse euch. Ihr seid die Besten überhaupt. Das werden die wahrscheinlich krass nicht hören, ne? Mir so egal. Trotzdem erwähnt. Ja. Abschluss. Genau. Abschlussball. Abschlussball war semi-gut, sag ich jetzt mal. Es war halt für den Abschlussball sehr viel Schlagermusik. Was mich leicht, aber auch nur ganz leicht abgefuckt hat. Und ich bin da trotzdem bis irgendwie, ich glaube, Viertel vor 12 oder kurz nach 12 geblieben oder so. Und ja, dann habe ich mich abholen lassen und dann erstmal Grüße gehen raus an meinen Vater. Danke, dass du mich um die Uhrzeit abgeholt hast. War ja auch an sich abgesprochen. Ich sollte mal anrufen, wenn fertig war. So, und dann halt schön Techno-Remix-Mucke im Auto gehört. Boah, das war schön. Weil das hat halt einfach gefehlt. Und diese ganzen Deutschrap-Songs, die haben halt einfach gefehlt. So, diese ganzen Songs, die da liefen, waren hauptsächlich Helene Fischer, Herbert Grönemeyer und so. Ich hab gegen die Leute nichts, ne? Aber die Musik ist nicht meins. Ich bin kein Schlagermusikhörer. Alter, wer bin ich, dass ich Schlager höre? Gut, ich hatte meine Phase, wo ich Helene Fischer und so gehört habe. Ja, gebe ich zu. Aber für kein Geld der Welt nochmal. Nein, da bleibe ich lieber bei den Sachen, die ich jetzt höre. Ne? Ja, aber so ist es. Und dann war halt diese Zeit zu Ende. Ne? 10. Klasse, Abschluss war, Abschlussball war auch. Und die Zeit war zu Ende. 10. Klasse war finish, fertig und ja, jeder ist seinen Weg gegangen an sich. Aber eine echt geile Zeit, muss ich wirklich sagen. Zusammenfassend, wirklich geile Zeit. Grundschule, Kindergarten, Oberschule, wirklich geile Zeit gewesen. Leute auch mega korrekt, auch wenn ich mit vielen, vielen Leuten, sei es Grundschule, Kindergarten oder auch Oberschule, eigentlich keinen Kontakt mehr habe. Bei den meisten Leuten finde ich es auch ehrlich gesagt schade, dass ich mit denen keinen Kontakt mehr habe. Aber ja, es ist halt so, ne? Ist halt so. Was soll man sagen? Leute, wenn euch die erste Folge von diesem Podcast Quatschkopf gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like auf diese Folge da. Ich werde versuchen, mehrere Folgen aufzunehmen. Ich muss halt gucken, wie das jetzt zeitlich passt. Vielleicht nehme ich die auch einfach irgendwie täglich eine auf und hau die dann einfach nur ein paar Tage später raus. Irgendwie so, ich werde da schon ein kleines Konzept für finden, für diese Folgen. Und dann würde ich sagen, hau da rein, bis zum nächsten Mal. Was auch immer ich da mache, irgendein Gaming-Video, irgendein Quatschkopf, irgendeine Quatschkopf-Folge, wer weiß. Und dann würde ich sagen, hau da rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn.